Hallo beim heutigen Rezept der Woche. Es kommt von Annemarie Gollner aus Wildon in der Steiermark, südlich von Graz, am Weg nach Leibnitz, ziemlich genau in der Mitte drinnen ist Wildon. Heute gibt es ein Chili con Carne. Was habe ich schon gemacht? Rindfleisch schon würfelig geschnitten, faschiertes dazu. Das habe ich mit ein paar Zwiebeln grob angebraten, bisschen Tomatenmark dazu. Jetzt lösche ich mit ein bisschen Rindsuppe ab und wir lassen das Ganze noch ein bisschen vor sich hin schmurgeln. Dann kommen natürlich dazu Mais, Paradeisstückchen und, wie könnte es anders sein, Bohnen fürs Chili. Und damit wir auch ein bisschen einen Biss haben und optisch eine kleine Farbe drinnen haben, schneide ich noch grüne und rote Paprika in Stücke, Rautenstücke schneiden. Ja, wirklich super schnelles Gericht, lässt sich toll vorbereiten und dann auch noch zwei Tage später genießen. Wird sogar noch besser, wenn es im Topf über Nacht steht. So, während das vor sich hinköchelt, kommen wir jetzt gleich mit ein bisschen Würze dazu. Süßen Paprika, nicht zu knapp. Und jetzt kann man sich natürlich entscheiden, nimmt man nur Tabasco oder nur Chili, damit es richtig pfeift. Beides. Tabasco gibt ja auch ein bisschen Geschmack. Ich werde aber an dieser Stelle hier von der Chili die Kerne rausschneiden, damit die Schärfe eher vom Tabasco kommt. So, schneiden wir kleine Ringeln. So, jetzt die Paprika. Gingen natürlich auch rote, aber ich habe mir gedacht, ich nehme nur gelb und grün. Bei Rot haben wir mit Bohnen und Paradeisern eh schon genug. Kräuter dazu. Und jetzt können auch schon Paradeiser dazu. Ja, aber jetzt ist das natürlich schon super schön bunt. Gelb, grün, rot. Bohnen dazu. In dem Fall Kidneybohnen. Die eignen sich, finde ich, am besten für ein Chili. So, und jetzt noch zum Schluss den Mais. Obligatorisch, muss nicht immer im Chili drinnen sein. Doch Rezepte, wo kein Mais drinnen ist. Aber es ist halt einfach ein Schmorgericht. Da kann man eigentlich der Kreativität wirklich freien Lauf walten lassen. So, ich würze jetzt noch mit ein bisschen Pfeffer, einem Schuss Essig. Der tut so Schmorgerichten, finde ich, immer ganz gut. Und ohne vorher reinzukosten, 3 Spritzer Tabasco. Und das Ganze lassen wir jetzt köcheln für 10 bis 15 Minuten. Dann können wir es schon kosten und anrichten und am nächsten Tag essen. Da schmeckt es dann am besten. So, das Chili hat jetzt gut 20 Minuten vor sich hingeköchelt. Konsistenz ist super, wenn es ihnen ein bisschen zu dünn oder dick ist, mit etwas Rahm oder Maisstärke binden. Einmal kosten. Ja, jetzt kommt von hinten ein bisschen die Schärfe, leichte Säure vom Essig. Die Bohnen schmecken gut, die Maiskörner knackig, also perfekt zum Anrichten. Annemarie, jetzt schon vielen Dank fürs schnelle Chili-Rezept. Sieht ganz hervorragend aus, duftet gut, schmeckt gut und wie gesagt, am nächsten Tag, wenn es ein bisschen sozusagen über Nacht gestanden ist, schmeckt es doppelt so gut. Viel Spaß beim Nachkochen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal.